Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Und heute haben wir hier den Halol, auch bekannt als den Afghan, auch bekannt als Lord Black. Yes, man. Der beste Blackwing-Spieler. Und er zeigt uns heute sein Deck. Mit dem er übrigens letztens LLDS Zweiter wurde und sich qualifiziert hat. Aber Berlin lief nicht so gut, oder? Nee, leider nicht. Also, ich spiele drei Kills. Standardkarte eigentlich, kann die Special. Einmal beschützt, kann er nicht zerstören. Diese Karte ist nicht. Oder ziemlich ähnlich, und er kann nicht zerstören, aber er kann sie auch Special. Da ich den dreimal habe, reicht das zweimal vollkommen aus. Dann ein Shooter. Mehrmals braucht man nicht, weil wegen den ganzen Fanny-Decks kommt der Effekt nicht durch. Deswegen eine reicht vollkommen. 3-3 Kaluts. Die sind sehr gut. Erklärt sich von selbst. 2 Gates. Kann sich auch specialen. ATK halbieren. Super Karte. Pinaki. Search-Karte. Sehr gut. Wenn man mal nichts hat, kann man damit ein bisschen Zeit schindern. Und langsam seine Ressourcen erhöhen. Dann zweimal Blizzard. Der Special ist umwelt. Es sind viele Kombos. Für OTK. Top-Karte. Dann einmal Dampfwampel. Mit denen gibt es dann auch Kombos. Kann man zum Beispiel Bilze, 2-7er rausholen, OTK geben. Super Karte. Dann ein Gladius. Den braucht man mit den ganzen Dreier-Tuner, die Empfänger sind. Wenn ich die normal, kann ich den gleich hinterher specialen, kann ich auf die 6er Synchro gehen. Ein Orochi. Den braucht man auch für die OTK-Kombos. Kann man zum Beispiel den 6er Wechsel produzieren. 7er beschwören. Der 7er kommt ein, kommt später dazu, der Special wieder den 6er. Ein Superboss. Ja, das war die Monster. Zu den Spells. Drei Wirbelwände. Erklärt sich eigentlich von selbst. Ein Allure. Ein Regeki. Ein Instinktusen. Zwei Spells. Und ein Schwalbenmess. Ja, damit, man kann halt tauschen, wenn der eine nicht passt, kannst du damit den nächsten holen, der vielleicht besser ist in der Situation. Dann zwei Black Sonic, ganze Pendeldecks, werden entfernt die Monster, die angreifen, können nicht mehr wieder beschwören, ziemlich gut. Dann Time Space, ja, spielt fast jeder eigentlich. Icarus Angriff. Auch Topkarte, die Pendelton wegzuschirren. Ein TT, ein Bodenlose, ein Warning, Ehre der Eitelkeit, ein Staples und ein Deckvernichtungsvirus. Wie kam das so bisher? Leider noch nichts gezogen. Also, aber ich habe einmal es gebracht, aber es war nicht im Turnier. Da kam er ziemlich gut eigentlich. Also ich bin schon überzeugt von der Karte, momentan. Dann zum Extra Deck. Da spiele ich ein Leo. Ein Trishula, ein Bilze, Stardust, finde ich sehr gut, die Karte gegen Kosmos. Ein Hocho, das ist der vom Grey Special. Top Karte, schießt gegnerische Monster weg oder auch andere Zauber und Fallen oder Pendelton. Leckus, zwei Oso, extra Summon, super Karte. Amades, Boden, ein Ding. Generalschießenkäfer. Und zum Beispiel Vanities kann nicht zerstört werden, hat der Gegner schon mal schwer, da rüber zu kommen. Sehr gut. Dann Sighted. Ja. Dann spielt noch einen zweiten Deckvernichtungsvirus. Eine Rivalität. Ein Horn. Welch. 3 Max 10. 3 antimagischer Duft. 2 Lancia, ich höre euch, ich hasse dieses Deck. Gibt's das noch? Ja, ich hab den Ring verloren, soll einer der Dusch. Und Iron Roll. Ja, das war mein Deck. Alles klar. Oi, da was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten bleibt mir's.